Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Zuschauerfragenfolge. Diesmal die Nummer 5. Wir haben richtig viele Zuschauerfragen bekommen und wir freuen uns auch darüber sehr. Und wir werden natürlich unser Bestes geben, die zu beantworten. Also Simon und Robert, könnt ihr euch auch mal ganz kurz vorstellen, aber ganz kurz. Ja, von mir ein herzliches Willkommen und ich freue mich auf eure Fragen und ja, wir geben uns große Mühe, die gut zu beantworten, oder Simon? Ja, auch von mir herzlich willkommen. Hallo an meine beiden Roberts hier. Und auch ich ja, freue mich auf die Fragen. Die haben wir gerade kurz und knapp vorab geschickt bekommen von Robert. Aber ja, wir sind trotzdem noch gespannt auf unsere Antworten vor allem. Ja, legen wir mal los. Also Pico hat ja noch geschrieben, dass er sich freut, dass seine Frage beantwortet worden, letzte Mal geworden ist mit den Tränken. Und er wäscht sie jetzt regelmäßig mit heißem Wasser aus und seitdem hat er keine Probleme mit Keimen und Wasser. Das ist auch schon mal gut. Kommen wir zur ersten Frage. Eine Frage für den nächsten Podcast. Ich würde gerne Eiweiß und Fettgaben in Form von Korells oder ähnlichem geben. Ist das aus eurer Erfahrung möglich? Also grundsätzlich ist es natürlich möglich. Es ist ja am Ende egal, wie ich der Taube das Eiweiß oder das Fett zuführe. Wichtig ist natürlich so ein bisschen die Dosierung, also dass ich es jetzt nicht unbedingt überdosiere. Es kommt jetzt natürlich auf die Korells an. Das weiß ich jetzt nicht, was er damit meint oder welche er da nimmt. Und natürlich, die Taube muss es gern fressen. Also es bringt ja nichts, wenn ich der Taube die Korells anbiete und die fressen sie nicht, weil sie nicht schmecken. Aber ansonsten ist das völlig in Ordnung. Also man kann das ja den Tauben verabreichen, wie man möchte. Egal, ich gebe meinen Alttauben zum Beispiel Eiweiß über eine Tablette. Man kann es aber auch über Pulver machen oder einfach auch nur übers Futter. Das funktioniert ja alles. Aber die Taube muss es halt fressen. Also das ist, glaube ich, so die Voraussetzung. Oder Simon? Ja, ich stelle es mir in der Praxis umgesetzt ein bisschen schwierig vor, weil erstens kenne ich keine Korrels oder die jetzt viel Fett oder Eiweiß, besonders viel Fett oder Eiweiß enthalten. Zum anderen würde ich es in der Praxis der Einfachheit halber über Pulver, zum Beispiel K&K-Eiweiß und Oregano-Schaffett machen. Gibt es ja auch noch andere ja, fettreiche und eiweißreiche Sachen, aber so würde ich es machen. Aber Korrels würde ich auch die Gefahr sehen, wie bei dir, Robert, dass die Tauben es eventuell nicht fressen, weil die müssen daran gewöhnt sein, erstens. Und es kann ja passieren, dass die Taube alles andere frisst im Futter und die Korrels liegen, weil sie anders riechen oder anders schmecken. Ja, man könnte es vielleicht über die Zellenfütterung machen, dass man die mit Sämereien ein bisschen mischt oder mit gehackten Erdnüssen, dann würden sie die wahrscheinlich noch eher fressen. Oder die Gefahr wäre geringer, dass die Tauben viel liegen lassen. So könnte man auch besser kontrollieren, welche Taube eventuell es noch nicht frisst. Ja. Hey, würde ich sagen, in der Praxis lieber dann so über die Zellenfütterung gemischt mit Sämereien oder ich da auch wie du die Gefahr sehen würde, dass sie eventuell nicht fressen, weil sie mich kennen, weil ich mögen. Ja, Du? also der Gedanke dahinter könnte ich mir jetzt eigentlich nur vorstellen, dass er das so machen möchte, eben dass er nicht mischen muss, also dass er kein Futter anrühren muss und am Ende auch wieder, ich sag mal, Rückstände auch in den Futterrinnen oder sowas hat. Also das wäre wahrscheinlich so der Hintergedanke. Also von daher, wenn die Verstanden. Tauben das kennen, wenn sie es gern fressen, kann man das natürlich machen, ja. Für einen Züchter ist es sicherlich einfacher, wenn man so einen Korrel hätte, aber ich würde aus der Praxis heraus jetzt nicht. Mir würde nichts Konkretes einfallen. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Julian Pedro. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Ist es relevant, wo die Taube im LKW platziert wird? In welche Box? Bei uns werden die Boxen von unten nach oben nacheinander geöffnet, sodass einige Tauben dazu eher tendieren zu führen. Wenn es einen Unterschied gibt, wo empfehlt ihr eure Tauben zu platzieren? Liebe Grüße und sorry für die elendlange Frage. Boah, ja, eine spannende Frage. Ich meine, das betrifft ja alle Taubenzüchter. Grundsätzlich denke ich so, dass wenn so ein Taubenauflass, und ich habe mir jetzt schon verschiedene auch angeguckt, weil bei uns im Ort auch ein Auflass ist,
Also ein Auflassplatz. Im Normalfall ist es so, dass die Tauben sich alle in der Luft sammeln. Man hat natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass sich mehrere Schwärme bilden. Das kann zum Beispiel auch schon passieren. Die Tauben, die links vom Kabi aufgelassen werden, die Tauben, die rechts vom Kabi aufgelassen werden. Ja, die Gefahr hat man immer. Da spielt es auch wenig eine Rolle, ob die Tauben jetzt oben oder unten sitzen. Aber im Normalfall ist es so, dass sich ein großer Schwarm bildet und die Tauben eigentlich so lange am Auflassplatz bleiben, bis alle Tauben raus sind aus dem Kabi. Also so ist meine Erfahrung heraus aus den Beobachtungen, die ich jetzt gemacht habe bei den verschiedenen Auflässen. Ansonsten natürlich, ja, kommt es natürlich auf den Kabi an, wie ist auch die Belüftung im Kabi. Ich sag mal, wenn jetzt Tauben zum Beispiel immer oben sitzen, unterm Dach und dort vielleicht die Sonne dann auch stark drauf scheint, könnte es natürlich ein Nachteil sein. Die andere Seite ist wieder, wenn die Tauben unten sitzen und die Jalousie hochgeht oder die Klappen beim Kabi aufgehen, dass die Tauben, die unten sitzen, dann vielleicht auch von den oberen nach unten gedrückt werden. Deswegen, es hat wahrscheinlich alles Vor- und Nachteile. Ich denke, wenn man die Tauben so in der Mitte hat, macht man keinen Fehler. Vielleicht noch, dass man sie ganz, ganz außen am Kabi hat. Das wäre vielleicht noch ein Vorteil, dass die Taube beim Auflass nach außen weg kann. Aber ob die jetzt oben oder unten sitzt, wie gesagt, es hat alles Vor- und Nachteile, aber auch nichts Dramatisches. So ist meine Erfahrung von den Auflässen, die ich jetzt hier beobachtet habe. Simon, deine Meinung dazu? Dort gibt es den Begriff der fliegende Start. Der fliegende Start sind ja Starts, die aus einer gewissen Bewegung heraus erst erfolgen. Und so ist es doch bei unseren Tauben auch. Also, du hast jetzt viele Sachen erläutert, beschrieben, Robert. Ich denke, ja, auch klar, die Tauben, die ganz oben sitzen, sind als letztes aus dem Gabi raus, wenn die Jalousie von unten nach oben aufgeht, wenn nicht die Klappen alle gleichzeitig aufgehen. Aber unterm Strich kann man da als Züchter eh weder was beeinflussen, weil wo der Korb hinkommt, das entscheidet der Einsatzstellenleiter. Und zum anderen sammeln sich Tauben immer erstmal in der Luft. Klar kann es sein, dass jetzt die Taube, die als letztes aus dem Kabi geht, ein bisschen mehr Energie aufwenden muss, um den Anschluss an den Schwarm zu finden. Aber ich glaube, das ist auch relativ gering einzuschätzen, dieser mehr Energieaufwand, um an den Schwarm heranzufliegen. Und dann gibt es den nach zwei, drei Orientierungsrunden, den fliegenden Starten, geht auch der Flug erst richtig los und Ja. dann sich doch. Es entscheidet sich andersrum. Ich glaube nicht, dass der Erstkonkurs beim Auflass vom Kabi entschieden wird. Oder schon, da ist eher die Frage beim Reinschieben in den Kabi von der Kiste. Ich glaube nicht, dass da der Erstkonkurs entschieden wird. Weil wenn es so wäre, dann hätten wir schon längst findige Taubenzüchter herausgefunden. So ist meine Meinung dazu. Ich meine, wenn man so einen Ultrasprint drin hat von vielleicht 100 Kilometern und so eine überhochmotivierte Taube, die sofort sich vom Schwarm lösen würde, so wie die Klappe aufgeht und ab nach Hause fliegen würde, würde vielleicht was ausmachen. Aber die Taube ist und bleibt doch erstmal ein Schwarmtier und die sammelt sich zu 99% der Fälle. Zu Ja. 100% würde ich jetzt noch nicht drauflegen. In jedem Fall sammeln sie doch erstmal auf den Gang los. Also bei euch beiden ist es egal oder habt ihr einen Lieblingsplatz im Kabi? Also Nö. ich bin, vielleicht mache ich mal schnell weiter. Ich hätte es nicht gerne, dass die Tauben ganz oben sitzen, weil oben, wie Robert sagt, die Luft vielleicht etwas verbraucht, etwas schlechter als wärmer ist. Aber ich habe genauso wenig die Taube ganz, ganz unten. Die Keimbelastung eigentlich am größten ist, weil da fällt alles von oben nach unten. Und von daher, ja, welches Übel nimmt man? Die Mitte wäre am schönsten, aber wenn die Tauben unten oder oben sitzen, habe ich eh keinen Einfluss drauf. Von daher, ja, möchte ich mir ja gar keine Gedanken dazu machen, weil ich es nicht beeinflussen kann. Das Wichtigste ist, dass die Tauben gut versorgt werden mit Luft und Wasser und Liebe vom Kabinex-Fahrer, vom Kabifahrer, dann. Also sehe ich auch so. Ich habe jetzt auch keinen Lieblingssatz in dem Sinne. Ich habe es genauso nicht gern, wenn die Tauben ganz unten sitzen, aber auch nicht, wenn die Tauben ganz oben sitzen. Wenn es so ist, dann ist es so. Da beschwere ich mich auch nicht.
Ja, alles gut. Das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende, aber trotzdem eine spannende Frage. Ja. Gar keine Frage. Ich möchte dazu noch mal sagen, ich habe mir dazu viele Gedanken gemacht. Schon in meiner Vergangenheit, und ich mache mir auch sicherlich in der Zukunft noch ganz oft Gedanken zu diesem Thema. Aber ich bin noch nie zu einer Antwort gekommen. Und wir können es ja eh nicht beeinflussen. Genau. Danke. Zur nächsten Frage von George Krandig, jemand aus Holland sogar. Hallo zusammen, eine Frage an euch Experten. Ich reise in Holland die Kurz- und Mittelstrecke. Auf den Kurzstreckenflügen habe ich fast immer sehr gute Ergebnisse. Auf der Mittelstrecke sind die Ergebnisse sehr bescheiden. Wir setzen auf der Mittelstrecke immer Donnerstag ein. Meine Frage, was meint ihr? Was mache ich falsch? Liegt es an der Qualität der Tauben? Ich füttere von Mifuma, Beiprodukte von Rönnfried. Bei zwei verschiedenen Tierärzten habe ich die Tauben untersuchen lassen. Alles okay. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Grüße, George. Ist natürlich jetzt sehr schwierig. Ohne Hintergrund. Also es ist wirklich eine schwierige Frage, weil eben so viele Aspekte eine Rolle spielen können. Ja, also was natürlich sein kann, was er jetzt auch selber anspricht, ich will jetzt noch nicht mal sagen, die Qualität, die Tauben, sondern vielmehr die Sorte, die er auf dem Schlag hat, weil er ja bei Kurzstreckenflügen gut spielt. Und man kennt das ja, gerade in Belgien sind ja viele Kurzstreckentauben, die er sich vielleicht auch geholt hat, weiß ich jetzt nicht. Und die ja wirklich darauf spezialisiert sind, Kurzstrecke zu fliegen. Wenn es dann weitergeht, fliegen sie zwar auch noch Preise, aber vielleicht nicht mehr so in die Spitze. Also das könnte ein Punkt sein. Der andere Punkt natürlich die Versorgung. Kurzstrecke, da kann ich kohlenhydratreich füttern, das reicht aus, wo ich bei der Weitstrecke natürlich dann schon eher auch, oder Mittelstrecke, kommt es auf die Entfernung an, schon ein bisschen energiereicher füttern sollte. Von daher kann die Versorgung da auch eine große Rolle mitspielen. Ja, Simon, sag du noch mal kurz deine Meinung. Ich überlege derweil noch ein bisschen, ob mir noch was einfällt. Hallo George und erstmal vielen Dank für die Frage. Ja, jetzt will mal wieder ein Sprichwort: Den Raum auf dem Schuster bleibt bei deinen Leisten, heißt es so schön. Und wenn er doch auf der Kurzstrecke so erfolgreich spielt, dann würde ich mich darauf vielleicht auch erstmal weiterhin spezialisieren und nur sachte und peu à peu in die Mittelstrecke hineingehen. Machst du ja offensichtlich schon. An der Versorgung würde ich jetzt mal fast sagen, kann es ja nicht liegen, wenn du mich Fuma fütterst und mit unseren Beiprodukten versorgst. Allerdings haben wir jetzt keine Hintergrundinformationen, wie jetzt genau der Versorgungsplan aussieht, welche Futtersorten du von mir Fuma fütterst, wie du sie einsetzt. Dazu fehlt mir und sich Robert auch einfach die Information, um da noch weiter zu antworten. Also ich möchte da jetzt echt vorsichtig sein und nicht ja, keinen Tipp in die falsche Richtung geben. Aber offensichtlich scheint es ja erstmal gut zu funktionieren auf der Kursstrecke. Und warum machst du dir jetzt nicht erstmal weiter, wäre meine Frage, ja. Reizt dich das Mittelstreckenspiel so sehr, dass du ausprobieren möchtest? Ja, dann würde ich dich jetzt hier einladen, dass du uns einfach mal vielleicht anrufst oder eine WhatsApp schreibst. Unsere Nummern sind ja vielleicht irgendwo bekannt oder zumindest rausfindbar. Und ja, dann können wir vielleicht nochmal so eine Frage ein bisschen individueller besprechen. Ja, Und vielleicht war und wichtig. unsererseits. Ja, und wichtig ist ja auch, wenn er weiß, dass die Tauben gesund sind. Das ist ja erstmal ein wichtiger Punkt, auch dass er das ausschließen kann. Ja. Das ist ja schon. Also das ist ja offensichtlich, die Tierärzte haben gefunden. Ja, und von daher. Ja, Ja. vielen Dank. Also, lieber George, wenn du die Folge siehst, schreib es vielleicht einfach in die Kommentare, vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter, dass wir die Frage vielleicht, mit bisschen mehr Hintergründe, mit Hintergrundinformationen, dass man da vielleicht ein bisschen besser nochmal beraten kann. Aber es ist eine sehr, sehr spezielle, individuelle Frage. Oder kontaktierst am besten Simon oder Robert einmal direkt. Aber wenn du das jetzt siehst, dann auch einfach ja, in die Kommentare schreiben. Vielleicht finden wir dann eine Lösung in der nächsten Folge. Genau. So. Dann kommt die von Julian Pedro nochmal eine Frage.
Erstmal danke für das Video und die informativen Antworten. Meine Frage: Wie wichtig ist das Belichten und Verdunkeln bei Jungtauben in Bezug zum Erfolg beim Spielen? Kann man blöd gesagt auch Jungtiermeister werden ohne Belichten und Verdunkeln? Was sind da eure Erfahrungen? Letztendlich ist das Belichten und Verdunkeln schon ein Eingriff in die Natur und Hormone der Taube. Überträgt sich das auch auf die Leistung im jährigen Spiel? Liebe Grüße und macht weiter so. Vielen lieben Dank. Liebe Grüße. Ja, ich würde wieder anfangen, wenn das okay ist, Simon. Ja, also man kann auch Jungtiermeister werden, ohne verdunkeln, ohne belichten. Es kommt natürlich immer auch auf die Konkurrenz drauf an. Also wenn jetzt mehrere Züchter in der eigenen RV oder in der Umgebung ihre Tauben verdunkelt haben und dann belichtet, dann wird es natürlich schwer. Also dann hat er meiner Meinung nach bei den weiten Flügen relativ wenig Chancen, weil die verdunkelten Jungtauben in vollem Federkleid glänzen und ja wirklich wie Alttauben aussehen, zum Teil noch gar keine Schwinge gemausert haben. Und da sind die natürlich voll im Vorteil. Ja, man kann vieles auch durch Training ausgleichen bei den Jungtauben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das gibt es ja auch. Dass Züchter täglich fahren mit ihren Tauben, also die verschaffen sich natürlich auch einen Vorteil, wo man das vielleicht ein bisschen sogar ausgleichen könnte, wenn er jetzt nicht verdunkelt und nicht belichtet, aber viel fährt. Glaube, das könnte auch ein wichtiger Punkt sein, um das ein bisschen auszugleichen. Ansonsten die Frage, oder noch eine Ergänzung. Ich denke, dass Belichten wichtiger ist als Verdunkeln, weil durch das Belichten dann nochmal, also die Mause wird ja gestoppt und die Tauben nochmal in die richtige Form kommen. Also von daher ist das nochmal wichtiger als das reine Verdunkeln. Und er hat natürlich recht, es ist ein Eingriff in die Natur, aber es macht der Taube hinten raus nichts aus, weil in dem Moment, wo man dann das Belichten stoppt und die Tauben richtig versorgt, die Tauben auch gut durch die Mauser kommen. Also das ist gar kein Problem. Da braucht man sich auch gar keine Gedanken machen. Und die Tauben haben auch als Jährige keine Probleme. Also das kann ich direkt an einem Beispiel von mir bestätigen. Ich hatte eine super Jungtaubensaison. Ich habe mir die Tauben verdunkelt, habe sie belichtet. Und dieses Jahr bin ich fünfter Jägermeister auf Bundesebene geworden mit denselben Tauben. Also das zeigt ja schon, dass das keine Probleme macht. Genau. Ja, Simon, wie siehst du das? So, jetzt lege ich erstmal los. Also, ich sehe noch ein bisschen ja, deutlicher als Robert. Ich würde sagen, heutzutage kann man im Prinzip nicht mehr Jungtaubenmeister werden, ohne die Tauben zu belichten oder zu verdunkeln oder am besten beides. Vielleicht schafft man das noch, wenn man mindestens belichtet und dann aber viel trainiert, um die Mauser der Jungtauben dann noch mal mehr zu stoppen. Aber das gibt auch bei den Züchtern oder den Züchtern, die verdunkeln und belichten, genug, die auch sehr viel fahren. Und damit schafft man auch, wenn man täglich weit fährt, glaube ich, nicht mehr den Nachteil aufzuholen, wenn man nicht bedunkelt, nicht verdunkelt und dann auch nicht belichten möchte. Ein kurzes Beispiel dazu von mir, 2005. Ja, 2005 war ich in unserer RV der erste Züchter mit jungen 17 Jahren, der das mal gewagt hat, die Jungen zu verdunkeln. Also, und seit 2005 gab es nur noch RV-Meister, die ihre Jungtauben verdunkelt haben. Und später dann auch noch kam das Belichten dazu, was auch nochmal ein weiterer Vorteil war. So. Und ich habe auch 2005 war ich der erste Züchter in RV, der es mal gewagt hat, überhaupt zwischen den Flügen, das war nämlich vom Endflug, mal die Jungen auch wegzufahren, auf der Strecke zu trainieren. Hat vorher auch keiner gemacht und also das müsste man schon alles machen heutzutage. Meine Antwort darauf ist klar. Nein, man wird kein Jungtiermeister der RV ohne zu verdunkeln und ohne zu belichten. Jetzt noch die zweite Frage zu den jährigen Tauben oder zur Auswahl der jährigen Tauben.
Wir wurden in diesem Jahr 19. Verbandsmeister mit den Jährigen, Robert 5., wir 19., also auch noch Top 20, mit verdunkelten und belichteten Tauben vom letzten Jahr. Wir hatten, so wie Robert, auch eine sehr, sehr gute Jungtierreise, Jungtiersaison. Wir waren auch Verbandsmeister geworden im letzten Jahr mit Jung. Also, nee, macht keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, seitdem wir verdunkeln und belichten, ist, dass die Jährigen manchmal noch eine alte Schwinge im Frühjahr mit sich tragen. Aber diese Schwinge wird dann einfach nicht gemausert, sondern in der dann später im Mauser, im zweiten Mal, die bleibt dann einfach stehen. Und wenn man viel für die Fiederpflege tut, dann ist es auch nicht schlimm, wenn sie mit der letzten Schwinge, ich glaube, ein, zwei Weibchen hatten sogar noch eine zweite Schwinge zu stehen vom letzten Jahr, gehen die dann auf die Reise. Und wir haben in diesem Jahr Verbands assjährigen Vogel und weitere Top-Platzierungen vorne. Also nee, macht keinen, wirkt sich nicht negativ aus auf die Jährigen. Jo. Ja. Vielen Dank für die Beantwortung. Ich möchte auch noch dazu was sagen. Unser erstes Spezial mit Sinnvoll sind frei war Belichten und Verdunkeln. Ich würde das nochmal in die Videobeschreibung reinpacken. Da kann man sich das nochmal anschauen. Da wurde nochmal ganz ausführlich auch erklärt, wie man belichtet, wie man verdunkelt, wie das funktioniert. Und es ist eben kein Hexenwerk, es ist eigentlich gar nicht so schwer und das kann wirklich jeder nachmachen und auch umsetzen. Und ja, wir packen es einfach nochmal in die Videobeschreibung. Wir haben da sehr ausführlich drüber gesprochen auch und ja. Verabschiede mich erstmal. Ja. Tschüssi, guten Flug. Tschüss. Tschüss.